Hallo, ich möchte euch ein Versuchsprojekt vorstellen. Es handelt sich um eine Wählermobil-Beleuchtungssteuerung. Das Ding besteht aus einem Arduino Mega und, ich hoffe, man kann es erkennen, einem Wählermobil. Das Wählermobil hat vorne, von links nach rechts, einen Blinker links, eine Positionsleuchte links, ein Fernlicht, ein Abblendlicht, eine Positionsleuchte rechts und einen Blinker rechts. Das Rote soll die Hupe sein. Das Rote ist die Innenraumbeleuchtung und das Rote ist die Lichtkanone auf dem Dach. Hinten hat es einen Blinker links, ein Rücklicht links, ein Rücklicht rechts und Blinker rechts. Und im Innenraum, jetzt kommt der Kabelsalat, im Innenraum haben wir eine Anzeigeleuchte für den Blinker links. Das Blaue ist fürs Fernlicht, das Grüne fürs Abblendlicht und rechts eine Anzeige für Blinker rechts. Und einen Piepser, der verschiedene Betriebszustände meldet. Und eine Fotozelle auf dem Dach, die das Umgebungslicht misst und dann automatisch das Licht ein- und ausschalten kann. Schalten wir das Ding mal ein. Kommt dann ein Willkommenspiepser. Und die Steuerung startet, also es gibt drei Lichtlevel. Einmal alles aus, einmal Positionslampen an, das wäre so das normale Tagfahrlicht. Und einmal Nachtbetrieb mit Scheinwerfer von A nach M. Also man sieht jetzt, wenn man es denn sieht, jawohl, Positionsleuchten links und rechts sind an. Und die Rücklichter leuchten. Und die Lichtkanone ist an. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir mal Nacht. Ich beschatte mal den Sensor. Es gibt einen kurzen Pieps, der sagt mir, Licht wurde eingeschaltet, das Abblendlicht ist an. Ich mache das nochmal. Abblendlicht geht an. Und wenn es 5 Sekunden hell genug ist, geht das Ganze wieder aus. Sämtliche Lampen schalten nicht einfach nur an und aus, sondern dimmen sich hoch und runter. So. Was können wir jetzt? Jetzt können wir blinken links. Das Ganze wird hier bedient von einem Vier-Wege-Schalter. Und der Bremsgriffschalter wird simuliert durch Draufdrücken. Wenn ich jetzt den Schalter nach links einmal tippe, geht der Blinker an, vorne, hinten. Und zur Erhöhung des Kontrasts geht die Positionslampe daneben jeweils aus. Blinke wieder aus. Positionslampe ist an, Blinker geht an, Positionslampe ist aus. Dasselbe passiert hinten beim Rücklicht. Das ist Normalbetrieb, Blinker links, Positionslampe geht aus. Ich kann übrigens auch Warnblinker. Also ein erneutes einmal tippen macht einen Blinker an, ein zweites Mal tippen in die gleiche Richtung macht ihn wieder aus. Wenn ich jetzt nach links tippe und dann nach rechts tippe, dann habe ich einen Warnblinker. Dann kann ich jeweils eine Seite wieder ausmachen, wird es wieder normal. So, jetzt machen wir mal manuell. Licht einschalten kann ich auch, wenn mir der Sensor zu doof ist oder wenn ich gar keinen montiert habe. Tippe ich eine halbe Sekunde nach vorne. Wieder ein Pieps, wenn mir sagt, das Licht ist angegangen. Es startet mit dem Abblendlicht. Mit dem kurzen Tipp nach vorne kann ich aufblenden und abblenden. Das Positionslicht ist jetzt gedimmt auf Nachtbetrieb, sodass es nicht blendet. Dasselbe passiert mit den Heckleuchten. Die sind auch auf einer Nachthelligkeit, die nicht mehr ganz so hell ist wie am Tag. Die Heckleuchte haben übrigens vier Helligkeiten. Die sind nämlich zugleich auch das Bremslicht. Es gibt einen
Hecklichthelligkeit vor Tag und Nacht, ne, Bremslichthelligkeit vor Tag und Nacht. Also wenn ich bremse, passiert das. Wenn ich das Licht ausmache, eine Sekunde nach vorne drücke, Doppelpieps und meine Rückleuchten werden heller. Ich hoffe, man sieht es. Mach's nochmal an. Ja, das Handy zeigt das nicht schön. Also das wird jedenfalls dunkler. Was ich noch machen kann, ich kann hupen. Das Rote ist die Hupe. Und wenn man beim Hupen Aufmerksamkeit möchte, mache ich zugleich auch noch das Fernlicht an. Das ist also nicht nur ein Hupen, sondern gleichzeitig auch noch ein Lichthupen. So, was können wir noch? Bremsen haben wir schon gezeigt. Bremse an, Bremse aus. Ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Aha, es gibt noch verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Ich kann zwei Rücklichter haben auf einem breiten Heck. Macht das Sinn? Eins links, eins rechts. Wenn ich aber ein schmales Heck habe, für den Fall gibt es auch eine zentrale Heckleuchte. Da würde man dann aber die anderen beiden nicht montieren. Entweder mittig oder zwei außen. Dasselbe gibt es vorne beim Positionslicht. Man kann auch mit dem zentralen Positionslicht in der Mitte fahren. Anstatt den äußeren. Man kann anstatt einem Doppelscheinwerfer vorne mit Aufblenden und Abblendlicht, kann man einen einzelnen Scheinwerfer auch anschließen. Und ich habe hier das blaue, ist der Shutter von einer Bi-LED-Leuchte, also eine Leuchte mit einem Leuchtmittel und wodurch eine Blende aufblendet und abblendet. Blend mal auf, Shutter geht auf, blend ab, Shutter geht zu. Also es sind verschiedene Anschlussmöglichkeiten vorgesehen, ohne dass man das Programm ändern muss oder an der Hardware was ändern muss. Man schließt einfach die Leuchten entsprechend an, wie man sie hat. Ja, bevor ich es vergesse, die Blinker haben natürlich auch eine Tag- und eine Nachthelligkeit. Das ist jetzt bei der Nacht etwas weniger hell. Das ist da die Taghelligkeit. Die ganzen Lampenhelligkeiten und Zeitdauern sind als Konstanten vordefiniert im Programm. Also man kann die relativ einfach ändern, wenn man es dann feintunen möchte. Also Ziel der ganzen Helligkeitsspielereien ist eben für die jeweilige Situation das Maximum, das legale Maximum an Helligkeit herauszukitzeln. Es ist ja mit der heutigen LED-Technik überhaupt kein Problem, ein sinnlos helles Licht zu machen. Aber man möchte ja irgendwo sich orientieren am umgebenden Verkehr. Man möchte weder wesentlich heller noch wesentlich dunkler daherkommen. Und die modernen Autos orientieren sich ja alle an den erlaubten Maximumhelligkeiten. Und das wollen wir hier dann auch so machen. Ein nächster Schritt ist ein Relais-Shield mit vier Relais für die vier großen Verbraucher zu schalten, die ich eben nicht über Pulsweitenmodulation ansteuere, sondern einfach direkt ein- und ausschalte, wie zum Beispiel die Hupe. Und dann Schraubklemmen, sodass man seinen Bordelektrik, seinen Kabelbaum, seine Kabelei praktisch dort anschließen kann mit vernünftigen Mitteln. Nicht scharf, ne? Ja. Also ich habe noch einen Piepser als Blinkerinnerung eingebaut. Wenn wir schon einen Piepser haben.